Hallo und herzlich willkommen bei Games, eurem Gaming-Magazin. Ich bin André und mal wieder im Arena-Modus unterwegs. Und was soll ich sagen, es läuft gerade unglaublich gut und ich habe das Gefühl, diesmal könnte ich den Traum erreichen. 9 Siege. Es ist zum Greifen nah. Ihr seht gerade, ich habe nur 6. Ich habe 6 Siege erreicht mit nur einer Niederlage. Ich habe ein ziemlich gutes Druiden-Deck. Okay, klar, ich habe einen Druiden. Jetzt können viele sagen, ja, ist ja lame, ist ja Druide und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe mit dem Druiden auch schon so oft so schlecht gespielt. Ja, kurz zu meinem Deck. Also ich habe eine ganze Menge Removals mit Clown. Ich habe 2 Biss und 2 Prankenhieb. Damit müsste ich auch die größten Massen davon kriegen. Ich habe ein paar nette Buffs mit Mal der Wildnis und mit Mal der Natur. Ich habe aber auch Macht der Wildnis, wo ich ja entweder allen Kreaturen +1/+1 geben kann oder mir einen 3-2er Panther beschwören kann. Ich habe mit Hüter des Hains und Zauberbrecher auch ein paar Optionen, um die nervigsten Kreaturen meines Gegners ins Schweigen zu bringen. Und ich habe vor allem eine ganze Menge guter Highdrops mit dem Druiden der Clown, mit dem Frostwolf-Kriegsfürsten, mit dem Schlingendorn-Tiger und natürlich der Kuh, beziehungsweise halt Sonnenläuferin, wie sie richtig heißt. Dann habe ich natürlich die obvious High Drops vom Druiden, die Eisenbrockenbeschützer und Urtum des Krieges. Dann habe ich natürlich auch den Rabenhold-Assassinen angeboten bekommen. Und irgendwie schien mir die Sonne aus dem Arsch, als ich das Deck erstellt habe. Ich habe auch noch den Herrn der Arena bekommen, den Champion von Sturmwind, Mooskrabbler und so weiter und so fort. Also ich bin an allen Fronten, hier auch mit dem Schildmeister von Senshi, ganz gut ausgerüstet. Hab auch 1 oder 2 Kartenziehoptionen drin. Die sind aber eigentlich nicht wichtig, weil wenn ich nicht total verhaue, kann ich eigentlich mit dem Deck nicht schlecht ziehen. Das Einzige, woran es mir wirklich mangelt, sind Lowdrops. Da habe ich im Prinzip nur den Schützen von der Eisenschmiede und Macht der Natur. Ansonsten kosten alle 4 oder mehr. Was bedeutet, dass ich in den ersten Runden ganz schön einkassieren muss und ich kann mich nicht heilen. Ich habe keine Heiloption genommen. Ich halte das immer noch für sinnlos, aber gut. Nachdem ihr jetzt auf dem Laufenden seid, gehen wir ins Spiel. Mach mal die Musik ein bisschen leiser. Ich möchte ja, dass ihr alles verstehen könnt, was ich sage. Oh, diese Tipps immer. Und diese Karten, die euch da vorgeschlagen werden, sind so schlecht. So, ich kämpfe. Okay, ich kämpfe gegen einen Hexenmeister. Ich muss die Wildnis schützen. Okay, halte ich. Ohne drüber nachzudenken. Den kann ich in Runde 3 spielen. Dann weiß ich zwar noch nicht, was ich Runde 4 mache. Okay. Hardcore-Bandagen. Er packt erstmal gleich sofort den Blutwichtel aus. Diese nervigen Biester, dadurch, dass sie Verstohlenheit haben, sind einfach unglaublich nervig. Ah ja. Und da kommen wir wieder zum Selbstmörder. Okay. Aber hier sieht man auch schon das Problem an meinem Deck. Wir sind gleich in Runde 3. Und wenn ich keinen zweiten Vierer-Drop ziehe, habe ich wenigstens in Runde 4 nichts zu tun. Und mein Problem, ich bekomme diese blöden Kreaturen nicht weg, weil er ihnen einfach +1 Defense gibt. Was machen wir? Ich könnte... Warte kurz. Rechnen wir mal kurz durch. Ich könnte den Wächter von Silbermond spielen. Das werde ich auch tun. Dann kann ich nächste Runde Mal der Wildnis spielen und Macht der Wildnis. Genau. Oder ich nehme Biss und zerhau den. Aber ihn angreifen wird er wohl kaum. Wenn er das tut, mein Glück. Wenn er das nicht tut, okay. Okay, er spielt einen... Echt, er bringt ihn zum Schweigen. Okay,
Und was macht er jetzt? Er greift ihn an. Okay. Nein, er greift mich an. Ist ja noch viel besser gelaufen, als ich dachte. Okay, jetzt gibt es grundsätzlich zwei Optionen. Das Problem ist, wenn ich mich für jetzt für Biss entscheide, dann kriege ich ihn nicht tot. Wenn ich ihn angreife, habe ich noch zwei Lebenspunkte. Ich grüße euch. Und er muss ihn angreifen. Ach, verdammt, dann kann ich nicht so immer noch Biss spielen, wenn es nicht geht. Erinnert euch an Keltala. Dann schauen wir mal, was er jetzt macht. Kann auch nächste Runde je nach Bedarf Druide der Clown oder Biss spielen. Okay, er bringt ihn zum Schweigen. Was ihm jetzt ja nicht so unglaublich viel bringt. Genau. Sehr gut. Einsatzbereit. Ah, na gut. Das stört mich ja jetzt nicht so. Greif ruhig an. Oh. Okay. Na, dann ist das ja noch besser. Und schon sind wir den nervigen Gnom los. Okay, ich bin im Vorteil. Soll er doch kommen mit seiner komischen Eule und mich angreifen. Wenn ich jetzt angreife, habe ich davon gar nichts. Ich behalte meine Diener. Ich bin gerade sehr nervös. Ich hoffe nur, dass nicht das passiert, was mir zurzeit außerhalb der Arena ständig passiert, dass die Leute aufgeben. Weil das macht irgendwie nicht so viel Spaß. Ah. Okay. Okay, er hat sich 3 Punkte Vorsprung geholt. Wo soll ich zuschlagen? Aber ich bin weiterhin abgesichert. Der Druide der Clown. Wirklich. Wow. Einfach nur, was hat sich Blizzard bei dieser Karte gedacht? Ich meine, okay, wenn man ihm Ansturm gibt, kostet er halt 5 Mana und ist 4-4, aber er hat da noch Ansturm. Damit ist er eine der besten Ansturmkreaturen, die es gibt. Hm. 7 Mana. Ja. Da gibt es nämlich nur eine Option. Und mit Zorn seinen komischen Leerwandler abschießen. Damit ist er jetzt nicht mehr in der Lage. Wenn jetzt alles gut läuft, habe ich nächste Runde gewonnen. Ich habe 2x Biss auf der Hand. Ich habe die beiden draußen. Im schlimmsten Fall kann ich sogar eine Kreatur opfern. Es muss nur einer überleben von beiden. Nur einer. Und der darf sich keine Lebenspunkte zaubern. Ja. Er kriegt wenigstens 2. Wer wagt es, mich zu beschwören? Okay. Das, okay, ja. Gut, damit habe ich noch nicht diese Runde gewonnen. Die beiden zusammen machen halt 8 Schaden. Das heißt, jetzt eine Eisenbockenbeschützer auszuspielen macht keinen Sinn. Obwohl, ich... Achso, nee, wenn ich den Beschützer ausspiele, kann ich nichts weiter machen. Den auszuspielen macht auch nur geringfügig Sinn. Ich hätte ja
dein Problem. Job's done. Das ist jetzt riskant. Ethno Ghost ist mein Gegner. Jetzt bin ich gespannt. Was macht er? Wenn er jetzt keine Kreatur mit Spott ausspielt oder mit Ansturm, die 7 Schaden macht. Dann habe ich gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und damit habe ich gewonnen. Ach, gewonnen! 7-1. Meine Damen und Herren, 7-1. Das heißt, ab jetzt kriege ich zumindest alles Gold, was ich rein investiert habe, wieder. Und ich habe noch 2 Chancen. Wenn ich das nächste Spiel verliere, kann ich immer noch einmal spielen. Das heißt, ich habe eine gute Chance, zumindest 8 Siege zu kriegen. Fingernagelgummi. Nom nom nom. Also man muss sagen, was die Atmosphäre angeht, hat Blizzard echt viel getan. Halt ich. Runde 3 und Runde 4 sind gesichert. Ich habe sogar Wildwuchs in meinem Deck drin, fällt mir dabei gerade ein. Yay! Und den Hüter des Heins gezogen. Sehr gut. Damit ist Runde 4 auf jeden Fall mal sowas von sicher. Egal, was er spielt. Aber er ist ein Magier. Mir wurden schon in der Arena 2 Antonidas um die Ohren geknallt. Und dann sieht's bitter aus. Okay. Er ist ein verdammter Hurensohn. Er will mich verlangsamen. Für die Wildnis. Wenn er nächste Runde keine Kreatur mit Spott ausspielt, war die Entscheidung gut. Tut er das, spiele ich den aus und schieße den ab. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Gut, tut er nicht. So, aber würde ich den... So, wenn ich den jetzt... Nur 2 Mana, wie machen wir das also am besten? Geladen und entsichert. Meine Güte, da versucht er mich doch glatt zu kontrollieren mit einem blöden Geist. Verdammte Mana-Geist. Ja, gut. Das ist schon mal sehr gut. So, wir sind in Runde 4. Ich muss das Land bewachen. So. So fangen wir doch erstmal an. Gut. Noch liege ich hinten und ich liege weit hinten. 10 Lebenspunkte. Was machen wir? Runde 4.